So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Moon Stompy gegen Golgari Chains. Spannend. Ja, an dieser Stelle, ist diese Werbung des T-Shirts ist unintended, aber ich finde es ganz großartig, dass man meinen Patrons mittlerweile anhand der T-Shirts sieht. Tragen die auf, relativ viele. Ich war jetzt auch in Herne oder so, da waren jetzt auch ein, zwei Leute, die sie getragen hatten. Nice. Die Leute sind recht stolz auf ihre T-Shirts, das freut mich sehr. Und ja, wir gucken uns an Moon Stompy, das wird in der nächsten Zeit öfter kommen, weil ich einen ziemlichen Narren an dem Deck gefressen habe aktuell. Oh, ich verstehe auch nicht, wieso. Inklusive in der 5-0-Liga. Und auf der anderen Seite, Golgari Chains ist so ein All-Time-Klassiker beim Yum Channel. Ja. Sieht man sonst nirgendwo mehr. Und dann wurde damit nie wieder aufgehört. Ja, yeah, genau. Da haben wir einen Rebel Master. Das ist ein starker Start. Ja, ist ein guter Start, vor allem gegen Chains, die halt zwar ein bisschen Removal haben und ja. Aber nur Push und so weiter, ne? Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, Chains kann halt jetzt auch tatsächlich sehr stark in Fast-Kombos auch einfach reingehen. Ja, ist die Frage, wie die Liste aufgebaut ist. Wenn der Petal oder so da drin hat, kann der ja teilweise. Darkrids. Weil du kannst drei schwarze nutzen, ein grünes. Ja. Das ist sehr, sehr strong teilweise. Dann hättest du ja theoretisch jetzt die Chance aufzugehen. Ja. Da sind Snow-Covered-Länder, die gealtert sind tatsächlich. What the fuck? Ja, da sind Elche drauf. Oh Gott. Wunderschön. Ich krieg Flashbacks von Oko. Nein, kein Oko. Keine Sorge. Und ja, vom Prinzip her wurde halt jetzt ein Troll noch gecycelt, was ein okayer Move ist, wenn man Länder braucht. Basic Lands natürlich in dem Matchup sehr gut. Ja. Das ist halt dann Key, dann kannst du schon mal die ganzen Moons wegschmeißen. Genau, die Blood Moons, die halt sagen, Non-Basic Lands are Mountains, die kann man halt relativ weit ignorieren. Oh. Ja, ist Thoughtseize wahrscheinlich. Stimmt, Thoughtseize kann er ja auch spielen. Vielleicht noch ein Removal gezogen. Ja, irgendwie ein Crypt Decay. Der Emperor. Strong. 2 Mana, 1-2, glaube ich, oder 2-2. Wenn ich meine heute aus der Post geholt hätte, könnte ich dir genauer sagen. Mhm. Zu Beginn des Combats kannst du eine Karte aus dem Friedhof exilen. Mhm. Bin mir nicht mehr sicher, ob es nur eine Kreaturenkarte ist. Ich meine irgendeine Karte. Und für 2 Mana kannst du den Adepten, also kann 2+1+1 Marken drauf bekommen. Aha. Und immer wenn der adeptet, kannst du eine Kreatur, die mit ihm removed wurde, aus dem Exile ins Spiel bringen. Sie hält Eile und ein Fatality-Counter und wird in Friedhof gelegt. Wow. Mit dem Troll sehr cool. Das ist dumm gut. Und ich habe den tatsächlich im Modern gesehen mit Ulamog, mit dem der, wenn er ins Spiel kommt, so viele +1/+1 machen kriegt wie die höchste Karte im Exile. Und er sieht sich selber halt noch im Exile, deswegen kommt er mit 20 Marken rein. Das ist dumm. Ja, ja. Die Antwort ist einfach ja. Das ist halt einfach dumm. Ja, das kann sehr aggressiv werden. Er sieht sich selber im Exile. Ja, weil er beim Casten die Marken bekommt. Ach so, auf beim Casten checkt er und dann guckt er, wenn er im Feld ist, die Marken an. So, was haben wir da? Da haben wir 3 Mana. 5 Schaden. Unleisten-Curse. Curse ist natürlich bitter. Da musst du jetzt aber auch schon anfangen zu fressen, weil wenn er abgibt, nützt dir dort nichts. Hörst du es auch so eine Karte? Ja, doch, zu Beginning of Combat tatsächlich. Ach so. Der macht zu Beginning of Combat, frisst der weg. Ah, okay. Ja, Hörst so eine Karte, die man immer noch in den Decks sieht, dann wird da 2-2 sein. Ja. Die aber auch einfach gut ist, weil jetzt zum Beispiel mit den Goblins kann man einfach fressen. Dann hat man nächste Runde schon mal ein 2-2er. Oder als Beater, ja. Ein 4-4er, 6-6er. Das ist schon gut. Ja, also man sieht es weniger tatsächlich. Also es ist nicht mehr so krass wie mit Grief legal, keine Frage. Aber es ist immer noch eine gute Karte. Und Combo-Piece Nummer 1. Genau, der sagt halt immer, wenn man einen Zauber spielt oder kopiert, dann kriegt er dann Schaden und kriegt Leben. Combo-Piece Nummer 2 ist auf der Hand. Oh, Combo-Piece 2 ist auf der Hand. Ist natürlich strong, wenn jetzt von... Was? Beide Kreaturen finde ich spannend. Kann das noch aufhalten? Pyrogolf. Ja. Pyrogolf, der den Typen. Und ich glaube, da ist ein Pyrogolf auf der Hand. Ich sehe nur einen Hearse.
Ja, 4 Mana müssen. 4 Mana ist Pyrogolf. One Ring in dieser Liste ausnahmsweise mal nicht drin. Ja, genauso wie in meiner Liste. Pyrogolf. Klatsch. Man kriegt aber noch 2 Damage. Geht man auf 14. Dann geht man auf 14. Geht man auf 14. Ah, ich glaube, das wird hier vergessen. Geht man auf 14. Jetzt kannst du crewen und hauen oder lässt dir dort einfach offen? Ne, du crewst mit dem Golf. Ja, ja. Und gehst dann hauen für 4. Gut. Aber man ist trotzdem auf 14. Man ist trotzdem auf 14. Agro. Ziemlich übles Agro. Ja, jetzt knallt's halt, ne? Der Golf macht jetzt gleich, hoffentlich. Also, okay, man hat im Golf halt, glaube ich, jetzt auch. Ah, ne, man hat keinen Card-Type komplett rausgenommen. Nee. Creature war im eigenen Friedhof ja. Zum Glück drin. Da hat man, glaube ich, drauf geachtet. Ein schwarzes Reanimate. Ja, Reanimate Win, ne? Ich wusste nicht, dass er Reanimate und ich dachte ganz kurz, wäre irgendwie noch Grief mit drin, aber es ist nicht mit drin, das weiß ich. Und dann Chains. Chainsmog target sich selbst, man muss 2 Handkarten abwerfen und man darf das dann kopieren, so oft man möchte. Und der Apprentice killt dann den Gegner. Ja, fiese Combo. Da war noch ein Dark Ritz tatsächlich. Yes. An dieser Stelle einmal Werbung für meine Patrons. Und YouTube-Memberships, muss ich mal wieder dabei sagen. Aktuell sind wieder relativ viele, die mit 3-Euro-Tiers ankommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr 3 Euro entbehren könnt. Mir hilft das immens in der Masse. Und ja, den meisten tut es nicht ganz gut. Wenn nicht, dann ist es nicht schlimm. Aber ja, es ist auf jeden Fall nett, wenn ihr mich unterstützt. So. Sideboard. Moonstompy könnte sowas wie Fairies oder wie Dead Gone. Oh ja, Dead Gone wäre ganz gut. Leylines. Leylines oder Fairies als Graveyard Hate. Fiery Flöte. Confluence. Ist, glaube ich, nicht so gut. Flöte. Das, ja, das stimmt. Disruptor Flute. Stimmt. Und ja. Wieder ein schneller Start. Jetzt ist die Gott, Frage. Gary Chains weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was die bauen können. Wahrscheinlich sowas wie Abrupt Decay. Ja, wir haben Removal. Ja. Der Discard kann auch raus, wenn der welchen spielt. Boah. On the draw auf jeden Fall. Das ist richtig. Die Hand ist ja fast leer, wenn der dran ist. Das ist richtig. Ich weiß noch nicht, wie krass dieses on the draw, on the play tatsächlich bei dem Deck ist, aber wenn der Gegner anfängt und Mono-Rot spielt, dann würde ich auch die Discards rausnehmen, die würde ich aber drin lassen, wenn ich anfange mit dem Deck. Ja. Weil du dann immer noch checken kannst. Mhm. Das ist auch, glaube ich, wieder ein Reanimate auf der Hand. Was jetzt persönlich nicht schlecht ist, weil wir hatten nicht mit Leyline gestartet. Das Removal heißt, auf den Rebelmaster. Der Rebelmaster ist dein Problem. Oh, spannender Ansatz. Ja. Das passiert leider öfter, als man denkt. Neue. Das knallt. Das sind schon 7 Schaden. Erstmal noch 13. Genau. 19, 13, 5, glaube ich. Oder so war das irgendwie. Ja. Ich hatte das irgendwann mal, als ich das Deck 4 gespielt hatte, im Kopf. 1, 7 und dann die nächste 9. Runde kommt man für 8, dann ist man bei 15. Nee, für 9. Ja. Für 7, für 9. 1, 7, 9. Ich habe jetzt auch so... Also 1, 7, nee, nee, 1 Schaden, dann sind es 6 Schaden, dann sind wir bei 7. So. Und dann bist du bei 8 Schaden, dann bist du bei 15. Ja, ja. Chalice auf 1. Die hätte ich mir für auf 2 aufbewahrt. Auf 2 ist wirklich gut gegen das Deck, das ist richtig. Du nimmst halt die Case nicht raus, wenn er sie spielt, nimmst aber Trophies raus, wenn er sie spielt. Spielt man ja gern mal beides. Und du nimmst halt die Combo raus. Du nimmst die komplette Combo raus und beides 2-Mana-Karten. Und du bist nur noch 1 Mana davon entfernt und ich glaube, das Deck, wenn du jetzt nicht gerade die Flöte reingenommen hast, tankt jetzt gar nicht. Ne. Von daher, auf 2 wäre safer gewesen. Zumal er gerade eben auch kein Removal auf 1 gezeigt hat. Ja. Und maximal. Ja, aber jetzt fetch man auf Sumpf. Ist wahrscheinlich auch auf dem Stack. Auf dem Steck. Spannend dabei ist ganz einfach, dass auch wenn man Chalice of the Void draußen hat, nehmen wir da einfach so gefetcht. Hm. Und, auch wenn man Chalice of the Void hat, ist es halt trotzdem so, dass man
den Trigger vergessen kann. Genau, die Trigger vergessen kann, trotzdem ein Mana-Spell spielen kann. Ja. Oder auch beliebter Gag, einfach so lange reinspielen, bis der Gegner vergisst, ja zu sagen. Ja. Oder so lange reinspielen, bis man genug im Grave hat für irgendeine fette Kreatur, die Delph hat. Genau. Das ist gerade Murktide. Sehr interessant. Rebel Mass. Der Bombardier. Das knallt. Das ist Liefe. Ja, das sind jetzt 8 durch 9 durch den Bowmaster allein. Rebel Master. Rebel Master. 1, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann hat er noch 2 Leben, dann kriegt er irgendwas entgegen. Ja, und schmeißt ihm irgendwas an den Kopf. Ja. Der kommt ein bisschen spät, aber okay. Ja, jetzt ping einen der Token, Double Block den Rebel Master. Ja, hat einen Ping auf den Rebel Master, okay. Der ist ein bisschen verschwendet, weil der Gegner wird ihn flingen, weil man kann halt mit dem Bombardier, nachdem er angegriffen hat, direkt flingen, also dem Gegner ins Gesicht werfen. Und bevor ich den jetzt hier irgendwie daran verliere, würde ich ihn auf jeden Fall ins Gesicht werfen. Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall einen Goblin abräumen. Ja. Dann wird er auch schon gesackt. Vor Blocks? Was soll das denn? Ach, vor Blocks auch irgendwie weird. Das ergibt keinen Sinn. Weil jetzt hat er Doppelblock frei auf den... Ja, genau das. Ja, da hätte man bis zum Block warten müssen. Ja. Du wartest bis zum Block und dann weißt du, was er, weil er muss den Rebel Master blocken. Ja, ja, ja. Er muss ihn blocken. So, und dann hast du nur noch einen Blocker frei, dann kann der Dings nicht mehr geblockt werden mit Manners und dann verlierst du halt einen Token. Wow. Ja, absolut, bin ich ganz deiner Meinung, dass der da wurde zu früh geworfen. Das waren verschwendete 2 Schaden. Ja, man kann halt, nachdem der Gegner geblockt hat, bevor der Schaden passiert, kann man immer noch Effekte aktivieren. Ja, gibt ja immer noch vor der, also die Blockerphase ist immer noch vor der Damage-Step. Genau. Und da kann man dann tatsächlich hingehen und kann da so agieren. Und dann wären es jetzt 2 Damage mehr gewesen. Ja. Und man hätte den Rebel Master behalten. Das nächste Mal. Aber heavy on Basics. Ja, Basics sind da echt viele drin in dem Deck. Aber generell muss man sagen, Dennis ist dafür bekannt, dass er einfach Basics mag. Ist noch billiger. Ja. Kann der das? Ne, er hat ihn halt exhalt damit. Achso, weil er in die Damage, in die Combat Phase gegangen genau. ist. Genau. Ah, okay. Ich dachte, er muss dafür extra halt, der muss dafür wirklich als Angreifer deklariert werden. Ne. Oh, Pyrogolf. Pyrogolf? Golf, Golf, Golf? Mhm. So, jetzt ist die Frage, hat der noch ein Hydroblast? Der wäre jetzt. Ah, ne, der macht ja gar nichts. Sokensan. Sokensan? Ja, macht auch Sinn. Sind 5 Token. Ist lief. Ja, aber nicht. Die haben doch keine Eile. Doch. Haben die Eile? Ich meine, die Sokensan-Dinger hätten Eile. Ansonsten hätte man halt den Pyro-Golf gespielt und ihn. Ja, okay, da hätten wir halt, drauf gehalten. Das macht jetzt keinen Unterschied. Der Sokensan-Kill ist einfach nur stylischer und zeigt, warum man nicht immer nur Mountains da drin spielen sollte. Ja. Ja, hier wird jetzt nochmal gesideboardet. Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, hier wurde tatsächlich zwischen on the play und on the draw sich umentschieden. Und da ist tatsächlich eine Disruptor-Flut im Main, an der Hand von. Nee, sind Jealous. Das ist kein Flut. Landco, das ist bisher jedes Mal bei dem Gorgorite Chains. Ich glaube, da fehlen One-Drops. Ja. Mana-Dogs oder sowas. Mana-Dogs. Irgendwas anderes mit einem Mana als Mana. Okay, hat er die Dings drin. Die Ritz, aber auch dort nur für den Teil 2. Ja. Ha. Ich glaube, da würde ich sogar eher dann noch in dem Deck Petals oder so spielen. Das ging auch. So, jetzt die große Frage. Das ist ein Sumpf. Mismatch Basics ist halt auch mal. Ja, Mismatch Snow Basics. Das wird viel schlimmer als Mismatch Basics. Es sind Mismatch Snow Basics.
Boah, Alter. Es ist einfach grottenhässlich. Boah. Persönliche Meinung an dieser Stelle, ihr könnt das schön finden, freut euch. Ich enthalte mich jeglicher Meinung, ansonsten wird das hier schwierig. Oh. Ui, Pistole auf die Brust. Echt so. Was hat man denn alles? Man hat 3 Mana nur. Damit könnte Dead and Gone kommen. Ja, Dead and Gone, beziehungsweise Dead würde ja schon reichen. Oh, das kannst du richtig dumm machen. Ja, den geht erst deine komplette Hand abwerfen lassen. Ja, und dann auf den letzten Copy-Trigger. Dead spielen, ja. Dead spielen. Ne, Gone. Ja. Und dann musst du den discarden. Oh ja, das geht auch. Da ja, kommt da wird eine Fury. Fury. Boah. Commitment. Ja, der ist halt strong. Der ist halt Teil der Combo, wenn man nicht anders los wird. Und dann Hearse. Ne? Fable. Fable. Jo, da kommt aber die Fable. Gute Karte. Hat der Deck schön weit nach vorne gebracht. Ja, Fable hat viel gebracht. Nicht so viel wie Golf, aber schon viel. Ah, ja. Bin aktuell ein kleiner Fanboy von dem Golf. Ja, der ist halt auch gut. Aber guck mal. Ist halt billiger als Fury. Guck mal, den Token, der teurer ist wie Turbo Golf. Wow. Crazy immer noch. Was kostet Turbo Golf? Ein 5er? 7 oder 8, glaube ich. Oh. Ich habe ja damals in dem Video gesagt, wo ich halt Opening gesagt habe, der könnte ruhig 5 Euro kosten. Ja, beim 5er wolltest du welche holen. Ich weiß ja nicht warum, aber. Ja, jetzt brauche ich auch keine mehr. Das ist eh kein Grünpool. Einen so. Holen, um auseinanderzusägen. Oh, noch einer. Noch einer. Naja, man hat gesehen, der Gegner hat sehr viel da reinkommittet. Ja, okay, du hast halt 2 Handkarten dafür geopfert, ne? Und du kannst ihn nicht reanimaten, weil die Chalice auf 1 liegt. Oh, Busejo zu spielen tut weh. Busejo zu spielen tut richtig weh. Warte, dann hätte ich die Chalice im Zweifelsfall removed. Ja, aber kann man sich das leisten, wenn man kein anderes Land hat? Ja, stimmt auch wieder, ne? Das tut weh. Aber das ist halt auch der Nachteil von Multicolor Lerner, was es angeht. Wird ein Blatt mit abgeworfen, das ist halt das Schöne. Die hätte ich schon gar nicht mehr drin wahrscheinlich. Die hätte ich safe nicht mehr drin. Die sind so schlecht gegen das Deck. Ja. Landdrop. So, man hatte noch was kommt gezogen. Jetzt Golf? Die Flöte hatte man noch gezogen. Ja, sieht nach Golf aus. Pyrogolf. Pyrogolf macht 3. 3 Damage, glaube ich. Creature Enchantment. Land. 3. Und dann kann man noch für 2 hauen und kriegt einen Treasure. Ja. Sehr schön. Mana Fixing. Auf der anderen Seite kann es halt jetzt einfach um sein. Das ist halt einfach der Punkt. Es kann jetzt einfach literally um sein. Wie soll das funktionieren? Man spielt einen Sumpf. Man spielt den dritten Apprentice von der Hand. Ja, und dann. Und chaint sich. Ja, ja. Das, aber den dritten wäre halt schon hart. Und die Chance dann auch noch zu haben. Ja. Wäre halt schon wirklich ballsy. Okay, es gibt auch Leute, die ziehen alle 4 Wastelands in Spielen. Das ist korrekt. Das ist mir leider auch schon passiert. Gegen Mono Black. Das war nicht lustig. So. Guck mal, hier sind sie fast schon wieder im Match, die Basics. Passt. Ich bin enttäuscht, fast, dass sie zu ähnlich aussehen. Einfach ganz, ganz schlimm. So, weil ich meine, den dritten Apprentice hätte ich auf der Hand gesehen. Das sind Swamps, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Swamp Forest könnte halt Apprentice sein. Boah, kann man dagegen überhaupt noch was machen? Oh. Was ist das denn? Entweder es ist Abrupt Decay oder es ist Assassin's Trophy. Es könnte eine Arschtrophäe sein, ja. Das kommt jetzt auf an, ob jetzt gesearched wird. Nee, ist ein Abrupt Decay. Gut. Okay. Das ist schon mal wichtig gewesen. Weil ja, der Golf ist, hätte es uns umgebracht. Genau, der Golf hätte dir einfach so eine schöne Karte. So viel Damage der geschossen. Der hat einfach 6 Schaden geschossen. Ja. Instant ist jetzt auch im Friedhof. Der ist jetzt auch ein Sticker, weil die Instant im Friedhof ist. Genau. Wird jetzt auch realisiert. Enchantment war schon drin. Hä? Warum 3?
Nee, es geht auf 4. Ja. Wollte gerade sagen. War bestimmt schwach. Dann kriegt man einen Treasure. Ja, dann. Und geht für 6. Das tut halt schon weh, ist man auf 10. Dann ist man auf 10, dann hat man die Flöte noch offen. Flöte wäre jetzt halt richtig gut. Flöte wäre die Runde, die man braucht. Auf jeden Fall. Flöte kannst du vor allen Dingen spielen auf den Apprentice Cast, weil dann schaust du die Chains an und er kann sie nicht mehr casten. Das ist komplett korrekt. Das ist ja auch der Move, den ich glaube ich hier machen würde, weil man muss ja sagen, die Flöte hat ja Flash. Ja, die ist super. Also ich mag die mittlerweile mega in dem Sideboard. Ja, ich finde die auch super. Die ist wirklich, ich finde die sehr, sehr strong und dementsprechend. Ja. Schönes Musikinstrument, zumindest die eine. Jetzt haben wir überlegt, ob man einen auf die Zahl noch was machen möchte. Oh, gesagt. Man hat nichts auf der Hand. Was man machen will. Okay, die Flöte und was noch? Noch ein Land. Zwei Schwarze. Das ist spannend. Doughty. Hä? Der interessiert dich so gar nicht. Hä? Also, literally, der macht nichts. Ja, der blockt halt nicht mehr. Das ist halt einfach mein Problem mit Doughty. Das ist der dann gone. Das ist schon mal gut. Man greift einfach an. Okay. Ja, natürlich. Was will er denn machen? Ja, okay, Mana hat man auch im Überfluss. Ja, blocken kann er auch nicht. Man hat einen Dead, man hat einen Gone. Ja, das ist okay. Ja, Dead hast du ja nicht, du hast nur Gone. Dead kostet einen Mana. Komplett korrekt. Deine Chalice sagt nein. Gibt man auf 4 Leben und ja. Ist halt die Frage, hat man gar nichts auf der Hand, was man spielen will? Noch nicht mal den Goblin? Ne, anscheinend nicht. Anscheinend spannend. Ist da wirklich nichts. Da ist ein Dead and Gone und dahinter ist der, hinter der, das ist ein Mox, ne? Ja, genau, ist ein Chromox und, glaube ich, ein Land-Ding. Also, ich meine, die Flöte wäre auf der Hand gewesen, aber kann auch sein, dass ich mich vertan habe. Dann Doughty. Boah. Da ist auch noch nichts drin. Das heißt, der kann auch kein Channel Elegance machen. Das ist schon mal gut. Ja, aber am Ende des Tages kann man mit dem Dead and Gone halt auch nichts mehr machen. Also, der Golgari-Chain-Spieler kann nicht gewinnen. Nee. Der hat, also Stand jetzt hat er verloren. Ich wüsste nicht, was der machen will. Außer der Moonstompy-Spieler so dumm und conceded. Es könnte eine Shelly kommen. Die kannst du auch bouncen. Das ist korrekt. Geodude's Edict. Bounce einen Non-Token Creature wird gestört, damit geht der Goyf. Wenn man dann den Doughty tappt und den Goyf holt. Das würde das richtig hart drehen, das Spiel. Ja, der schlägt viel her dazu. Jetzt ist die Frage, was hat man denn da noch? Ich glaube, man muss hier deaden. Gone. Gone spielen, ja. Auf den Golf. Geht das nicht nur auf Opponent Creatures? Es geht nur auf Opponent Creatures. Deswegen muss man den bouncen. Musst du den bouncen, damit der nicht in den Friedhof, damit der in den Friedhof geht, der Golf. Ja. Dann opfert man den, okay, weil ansonsten hätte man ein Problem. Ansonsten hätte man ein Riesenproblem gehabt, wenn er jetzt durchgekommen wäre, hätte man den Doughty Voidwalker opfern können, um den Golf ins Spiel zu bringen, um damit den Goblin, den man noch hat, abzuschießen. Ja, und dann hat der Gegner freie Bahn. Ja, und dann sitzt man selber wieder auf der 4 Runden Clock. Was halt vor allen Dingen, dann wäre der ja noch stärker gewesen, der Golf. Dann wäre der ja 6-6 gewesen. Oder 5-5. Oder 5-6. Nee, ist doch auch instant, oder? Ja, ist beides instant? Ja, ist beides instant. Okay, dann war es egal. Tja, holt uns irgendwie on instant? Ja, hätte sich am Count nichts geändert. Ja, ist die Frage, was man jetzt macht. Zwei Handkarten hat. Eine war der Dings und der andere war der. Was ist die letzte Handkarte? Ich glaube, das ist der Landzauber. Also der MDFC, der Damage schießt. Der Damage schießt. Da kommt ein Daudel. Der macht die Ordnung. Der Daudel wieder ausgespielt. Der Daudel macht halt keine Blocks.
Also das ist auch etwas, was ich festgestellt habe, weil ich gegen das Deck, gegen das Chains Deck gespielt habe. Der Doughty wirkt so random, weil er halt Shadow hat und nicht blockt. Ja, da würde ich wahrscheinlich sogar eher einen Turok spielen. Hm. Der hat Schutz vor Weiß. Das sollte ich. Und kann als ein 4-3er reinkommen, der Handkarten rippt. Ja, ist jetzt halt ein das Mana. Ein Leben ist nicht mehr viel. Ne, nee, ein Leben ist nicht mehr viel, aber es kann jetzt halt einfach Combo-Win sein. Ja, das stimmt. Speech. Und auf 11. Das ist halt immer so räudig. Bitte nicht. Ja, also es kann es der Kalt, oder? Ja, dafür ist es halt da, aber das ist halt so, weißt du, so close, du hast noch ein Leben. Ja, aber genau, das macht das Deck ja auch. Go! Oh, go! Okay. Ja, das Wichtige ist, man kann jetzt hier natürlich auch Spells spielen, um Leben zu bekommen. Und man nimmt den Damage. Was will man denn damit machen? Du hast doch eine Fiktillion an... Ha. Das ist ganz gut. Du hast doch vier Dings da liegen. Treasure, ja. Treasure. Warum? Du hast einen Chalice-Trigger. Ja, aber man kriegt trotzdem Leben. Ja, ja, klar. Aber du kriegst halt nicht die Mana. Das ist jetzt gerade wichtig. Ja, ja, aber wenn man jetzt noch irgendwie einen Destroyer hat, zwei Mana, Abrupt Decay... Den Token. Ja, man grindet sich jetzt gerade so durch. Boah, das jetzt wirklich, das macht Kopfweh. Ja. Warum legt der den ins Exile? Weil der das richtig ist, weil es ein Damage-Spell ist. Wird der Damage-Spell ins Exile gelegt? Ja. Damage-Spell ist wie ein Ja, aber der Doughty lag ja noch da. Der Doughty lag noch da. Den habe ich gerade komplett ausgegrenzt. Aber da hätte man auf jeden Fall Treasure nutzen können für. Ich wollte gerade sagen, dafür die drei Schaden zu nehmen war jetzt irgendwie. Ja, ist natürlich jetzt spannend, was da als erstes kommt, tatsächlich. Ja, jetzt ist halt Top-Deck-Go, ne? Sie haben ins Spell-Guide. It's this time of the year. Oh, Junge. Das kann sein. Oh, wenn jetzt so Shieldred oder sowas kommen würde, wäre halt sweet. Aber da scheint ein Go zu sein. Mhm. Abrupt Decay. Bowmaster. Shootblock. Ja, Shootblock. Was hat man da noch? Boah, das ist jetzt natürlich Krüppelkeil, ey. Naja, es sind jetzt noch vier Runden. Ja, hätten sieben sein können. Ja, ja, das ist richtig. Auf Goblins. Auf Goblins. Der ändert jetzt hart die Clock. Das heißt, nächste Runde ist vorbei. Hm, man hätte, wie gesagt, wenn man die Treasures benutzen können, hätte man eine Runde länger gehabt. Aber das scheint um zu sein. Ja, da hätte man eine Runde länger haben können, wenn man Treasure benutzt hätte. Ja, 2-1 für Golgari Chains. Sehr, sehr, sehr krass. Sehr cool. Nein. Okay, die Runde länger hätte sogar gebracht. Okay, wow. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.